Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Die Energiewirtschaft der Zukunft. Als Gast begrüße ich heute Ralf Hinrichsmeier. Er ist Mitarbeiter im STAWAG-Vertrieb und Geschäftsführer der Effizienzgeschäftsstelle FFAC in Aachen. Herzlich willkommen, Herr Hinrichsmeier. Hallo, Herr Lenger. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Und wir sprechen ja jetzt über Brennstoffzellen. Warum setzt denn die STAWAG auf ein Brennstoffzellenprodukt? Ja, die STAWAG ist ja ein innovatives Unternehmen und die Brennstoffzelle ist die derzeit modernste Ausbaustufe der Gasindustrie, das heißt im Gasgerätebereich. Und die STAWAG setzt auf die Brennstoffzelle, um weiterhin ihr Gas verkaufen zu können, aber auch um Kunden von ihrem Know-how in der Brennstoffzellentechnik und den Erfahrungen daran teilhaben lassen zu können. Wo liegen denn dabei die größten Herausforderungen? Also Herausforderungen sind eigentlich gar keine da. Die Technik ist ausgereift, sie ist marktfähig, man kann sie überall kaufen. Es gibt örtliche Installationsunternehmen, die sie sowohl gas-, hydraulisch und auch elektrisch einbinden können. Aber wir haben so ein bisschen das Problem, dass die Kosten noch sehr hoch sind. Mhm. Und dazu gibt es auch sehr viele Fördertöpfe. Aber es ist unheimlich schwierig, diese Dinge zu bearbeiten, weil die Förderanträge sehr, sehr schlecht bearbeitet werden in Form von lange dauernd. Es wechseln ständig Dinge, es gibt Dinge, die dann nicht mehr abrufbar sind. Das ist keine besondere Planungssicherheit. Dazu kommt, dass Stadtwerke nicht unbedingt die Zielgruppe sind, die berechtigt sind, die Fördertöpfe anzugehen. Und damit ist es für uns unheimlich schwierig, daraus ein Produkt herzustellen, was der Endkunde, unser Kunde nutzen kann, obwohl er es eigentlich von der technischen Seite her sofort jederzeit einbauen lassen könnte und damit sich auch ein bisschen autarker machen könnte und von dieser hervorragenden Technik profitieren könnte. Also das heißt, die Förderkultur müsste da stark angepasst werden? Ja, es müsste vereinfacht werden. Also es ist ein unheimliches Bürokratiemonster. An welcher Stelle beantrage ich welches Fördergeld und welches Regularium halte ich wie ein? Es wird mehr Wert darauf gelegt, da Dinge in Papierform oder digital festzuhalten, als die Möglichkeit zu sehen, viele Brennstoffzellen in den Markt zu bekommen, damit die Stückpreise runtergehen und damit diese Technik Einfluss hält, ja. Und an welche Kundengruppen richten Sie sich da als Zielgruppe? Ja, also aufgrund der jetzigen Geräte, die es gibt, haben wir natürlich nicht den klassischen Einfamilienhauskunden, sondern wir haben eher Kunden, die so im Bereich von 9000 Kilowattstunden Strombezug sind und vielleicht auch noch etwas Wärme brauchen, nicht viel. Also Kleingewerbe, Friseure, Metzgereien, größere Wohnanlagen, aber auch Bäckereien oder eben Leute, die sich mit der Elektromobilität auseinandersetzen wollen und sagen, ich möchte zukünftig ein Elektroauto fahren. Und dann kann es recht reizvoll sein, eine Brennstoffzelle zu betreiben, weil diese aus Erdgas in einem hohen Effizienz sehr einfach elektrischen Strom in einem guten Wirkungsgrad oder in einem hervorragenden Wirkungsgrad produziert. Also wir sehen, die Herausforderungen sind noch groß, aber auch Chancen sind eben groß bei dieser Technologie. Vielleicht abschließend eine Prognosefrage an Sie. Wo sehen Sie denn den Brennstoffzellenmarkt in 10 Jahren? Also wenn ich das beantworten könnte, würden sehr wahrscheinlich sehr viele Leute ihre Geschäftsmodelle entsprechend ändern. Kann ich so nicht beantworten. Es hängt wirklich davon ab, dass die Leute, die Brennstoffzellen in den Markt bringen wollen, einfach an die Fördergelder kommen, damit die Stückzahlen groß werden und damit vielen Leuten die Möglichkeit gegeben werden kann, eben diese Technik zu nutzen. Und ich denke, das ist gerade in der jetzigen Energiesituation, wäre das ein Riesenschritt. Ich danke Ihnen für das sehr informative Gespräch, das wir hier geführt haben. Ich denke, da werden viele jetzt deutlich anders auf Brennstoffzellen schauen und werden sehr viele Informationen für sich rausziehen können. Ja, ich finde es gut, dass wir das machen konnten, um es den Leuten zu zeigen. Wir haben einige Projekte auch schon umgesetzt und man kann auch gerne auf die STAWAG zukommen und sich diese Projekte mal vor Ort angucken. Also sie sind in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt und es ist sicherlich immer auch möglich, mal so ein Projekt zu besichtigen.
Vielen Dank. Gerne. Wenn Sie sich für weitere Themen interessieren, klicken Sie doch einfach auf weitere Videos in unserem YouTube-Channel.